Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 31. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 555. Heute mit den folgenden Themen: Serafe, 20 Dollar, 1 Terabyte, YouTube Musik, EM Client, Apple Music und TV business. Ich beginne mit einem Beitrag den ich gestern im Beobachter gelesen habe. In der Schweiz gibt es ja wie in so vielen anderen Ländern die lustigen Abgaben die man bezahlen darf, damit man ja, Fernsehen, Radio, Content bekommt. Bei uns war das lange, über viele, viele Jahre, die Billag, die das Ganze umgesetzt hat. Neu seit diesem Jahre ist die Serafe AG, wie man es auch immer aussprechen mag, dafür zuständig und neu ist es auch so, dass pro Haushalt die Rechnungen kommen und somit pro Jahr eigentlich 365 Schweizer Franken fällig werden. Da das Jahr 2019 ein Übergangsjahr ist und es ab 2020 dann mit einer Jahresrechnung kommt, kommt es dieses Jahr in geteilten Rechnungen. Teilweise komisch geteilt, teilweise gerade geteilt, wie auch immer. Schlussendlich sollte es aufgehen. Bei vielen wird wahrscheinlich 182 ,50 Franken 50 draufstehen. Falls da jemand noch nicht genau wie, weiß, wie das funktioniert, weshalb sein Betrag höher ist und so weiter, dann sicherlich nicht schlecht, wenn man mal den Beitrag bei, bei uns in den Show Notes verlinkt durchliest daily.geektalk.ch oder direkt im Podcatcher, wo ihr diese Folge anhört. 20 US-Dollar bezahlte Facebook an Jugendliche, an Teenager die eine spezielle App installieren. Und die App kommt nicht aus dem App Store, sondern über andere Wege. Es gibt ja die Möglichkeiten von Company Apps, also wo man Apps über, von Firmen auf, spe, auf speziell dafür verifizierte Smartphones installiert, die dann auch ein bisschen mehr können und so auch einen Root Zugriff haben. Root Zugriff heißt somit, da kann, oder damit kann Facebook auslesen, und auch natürlich all die anderen, was mit dem Telefon getrieben wird in der Firma oder bei einem Firmen-Smartphone, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll. Da kann man gewisse Dinge umsetzen, die eben praktisch sind und so sein sollen dass man einem jugendlichen 20 us-dollar in die hand drückt damit er eigentlich quasi alle seine daten facebook geheim oder nicht geheim sondern facebook übergibt ist schon sehr fragwürdig das hat auch apple bemerkt und facebook den zugang zu diesem zertifikat entzogen lustigerweise oder böserweise oder unschönerweise wurde das auch auf Android-Smartphones gemacht und da ja, läuft das Ganze weiter. Da stört wohl niemanden, dass das getun wird, getan wird. Ich hoffe, da wird nächstens auch ein Riegel vorgeschoben. Und ob auch Android, Mädels und Jungs, 20 US-Dollar bekommen haben, das weiß man nicht. Samsung hat vorgestellt einen neuen Speicherchip für Smartphones. Und zwar einen Terabyte großen Speicherchip. Da freue ich mich schon drauf. Den möchte ich in meinem nächsten Smartphone haben, da ich in letzter Zeit. Viel, viel mehr mit Video gemacht habe und am Machen bin, unter anderem auf dem Smartphone, aber auch auf dem iPad, würde ich gerne zwei, drei solche Riegel in meinem Smartphone verbaut haben. Denn auch wenn Cloud da ist, sobald man in nicht so gute Regionen kommt, im Ausland ist, Roaming und so weiter, da ist es mit der Cloud schnell mal nicht so ganz lustig und somit, ja, Barcelona, MWC steht vor der Tür. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz auf meinem Smartphone. Sonos ist bekannt dafür, dass sie möglichst viele verschiedene Streaming-Softwaren und -Dienstleistungen auf seinem Ökosystem zulässt. Das Neuse oder der neueste Zugang bei dem Bereich ist sicherlich YouTube Music, den es seit letzten Jahr auch bei uns in Deutschland und in der Schweiz, ich nehme an, in Österreich auch gibt. Und auch die sind jetzt neu auf Sonos verfügbar. Wer also über den Sonos, äh, Sonos ähm, Hardware, äh, Lautsprecher und so weiter verfügt, der kann, wenn er natürlich ein entsprechendes Abo hat, bei Google das ganze jetzt auch darüber einspeisen einen alternativen e-mail-client dann ist der, wird immer wieder mal gesucht zumindest meine person ist, schaut sich immer wieder mal um und schaut was auf dem markt ist was vielleicht besser sein könnte als das was ich aktuell nutze wir haben auch auf dem pokipsich blog eine reihe für android ähm, e-mail-client wir haben eine reihe für ios e-mail-clients macos und windows clients beim Mac-Betriebssystem, also Mac OS, ist ein neuer Client hinzugekommen, den es schon länger auf, ich glaube Linux nicht, aber sicherlich auf Windows gibt, der EM-Client. Einen, den ich auf Windows auch gerne nutze, zumindest in der kostenlosen Version. Den kann man kostenlos nutzen, hat dann einfach, also in der Basisversion privat und ohne Support, hat man da maximal zwei Accounts, die man hinterlegen kann, also zwei E-Mail-Adressen, die man da unterbringen kann. Das kostet dann nichts. Sobald es mehr sein muss, kann man eine Lizenz lösen, die dann einmalig 47,54 Euro kostet und schon kann man deutlich mehr ja, E-Mail. Einbauen, die man dann drin haben möchte. Ich habe mich da, wie gesagt, einfach auf meine zwei Hauptmail-Adressen fokussiert und die laufen darüber. Ich finde die Optik vom Ganzen für Windows-Client sehr schön gelöst. Es integriert mir auch Kalender und alles Mögliche, was ich will von verschiedenen Zugängen, von verschiedenen Clients, äh, von verschiedenen Diensten. Und somit habe ich eigentlich alles, was ich da möchte, mit integriert. Wer sich das anschauen möchte, Link natürlich bei uns in den Show Notes und ansonsten wie gesagt, schaut auf pokibsi.ca, Blog vorbei, da und über die Suche E-Mail eingeben und dann bekommt ihr auch die ganzen Artikel zu den vorgenannten. Wir hatten es vorher schon oder ich hatte es vorher schon von Streaming-Lösungen im Bereich Musik. Apple Music ist auch einer und die haben jetzt eine neue Kooperation angekündigt und zwar ist die mit American Airlines zusammen. Heißt Kunden, die eben Apple Music haben und mit der American Airlines fliegen, wichtig. Dabei funktioniert aktuell nur in den Staaten und nur bei solchen Flugzeugen, die auch eine satelliten verfügen. Wenn das alles zutrifft, dann kann man, ohne dass es was kostet, also die üblichen Gebühren, die man sonst im Flugzeug bezahlt, Musik hören und was dann auch alles drüber läuft. Finde ich toll, müsste man dringend ausweiten auf viele andere Flugzeuge und ähm, ja, dann natürlich auch andere Dienste, wäre schön. Aber ja, Zumindest mit einem Beginnsmal. Apple Music, dazu gibt es auch neue Zahlen. Gestern kamen, oder besser, vorgestern kamen ja die Quartalszahlen von Apple raus. Dazu mehr dann in der tiktok -News folge Die kommt in den nächsten Tagen raus. Für diejenigen, die es interessiert, eine wichtige oder schöne Zahl daran war 50 Millionen zahlende Abonnenten bei Apple Music, die eben diesen Dienst abonniert haben. In den letzten zehn Monaten konnte Apple somit 10 Millionen Neukunden generieren. Gleichzeitig haben sie auch bekannt gegeben, wie viele Apple News-Abonnenten das es gibt. Das Ganze gibt es aktuell ja nur in den Staaten, in den Australien und in Großbritannien. In den drei Ländern gibt es 85 Millionen aktive Nutzer, die darüber News konsumieren. Und zu guter Letzt gab es noch ein paar Eindrücke im Bereich tv-business man weiß ja schon seit längerem dass apple da rein möchte schon steve jobs hat damals gesagt er habe das TV-Konzept, äh, ja, verstanden und den idealen Weg gefunden. Wir dürfen alle gespannt sein. Die Gerüchte sagen ja irgendwie März, April sollte was kommen in diesem Jahr, vielleicht auch erst zur WDC, wann auch immer. Wir werden es auf jeden Fall dieses Jahr ziemlich sicherlich noch erfahren. Und da soll einiges auf uns zukommen. Leider hat er da sehr viel US-spezifisches Zeug für Erzählt, der liebe Herr Cook. Ich hoffe doch, dass auch wir hier in Europa von dem Ganzen profitieren können. Bin ja sehr, sehr gespannt, was Sie da bringen möchten. Das waren es an News, die ich heute für euch habe zusammentragen können. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Genießt ihn noch und ich gehe ein bisschen feiern. 555 Folgen Geek Talk Daily. Muss man auch zuerst mal hinbekommen. Vielen Dank, lieber Achim. Und noch viel mehr an euch, liebe Hörer. Danke fürs Reinhören, Runterladen und Interagieren mit uns über die ganzen verschiedenen Wege, die es da so gibt, über dieses Internet. Euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!